Diese Woche startete Staatssekretärin Rita Schwarzelür-Sutter der Universitätsstadt Tübingen einen Besuch ab. Die SPD-Politikerin überreichte bei dieser Gelegenheit nicht nur einen Scheck in Höhe von 12,6 Millionen Euro an Oberbürgermeister Boris Palmer, sondern suchte gemeinsam mit dem Tübinger Bundestagsabgeordneten Martin Rosemann auch das Gespräch mit der Bevölkerung. Rita Schwarzelür-Sutter, Staatssekretärin im Bundesumweltministerium, folgte diese Woche der Einladung von SPD-Parteikollegen und Bundestagsabgeordneten Martin Rosemann in dessen Wahlkreis Tübingen. Ich habe zu einem Fachgespräch eingeladen zum Thema Klimaschutz und Energiewende mit der parlamentarischen Staatssekretärin im Bundesumweltministerium, Rita Schwarzelür-Sutter. Wir wollen darüber sprechen, was wir in den letzten Jahren schon hinbekommen haben, wo wir stehen und wo der dringende Handlungsbedarf in den kommenden 4 Jahren besteht. Doch die Staatssekretärin war nicht nur zum Reden nach Tübingen gekommen, sondern hatte auch einen symbolischen Scheck in Höhe von 12,6 Millionen Euro für Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer im Gepäck. Der größte Scheck, den er in den letzten 15 Jahren überreicht bekommen habe, so Palmer. Eingesetzt werden soll das Geld für die Förderung des geplanten Superradwegenetzes der Universitätsstadt. Der Fahrradverkehr ist ein ganz wichtiges Instrument, um Treibhausgasziele zu erreichen und CO2 zu senken. Aber Fahrradfahren macht natürlich auch Spaß. Wir haben weniger Emissionen, wir haben weniger Lärm, wir haben weniger Stau. Erklärte Schwarzelür-Sutter das Anliegen hinter den Fördermitteln des Bundes. Wir haben vom Bundesumweltministerium 12,6 Millionen Euro, also 80% der Maßnahme jetzt gefördert. Und ich glaube, das macht Tübingen noch fahrradfreundlicher. Während der geplante Radverkehr der Stadt Tübingen nun also in trockenen Tüchern zu sein scheint, sieht das mit dem Schienenverkehr noch anders aus. So erklärte Rosemann, angesprochen auf die Abstimmung zur Innenstadtstrecke am 26. September. Also der Ausgang ist offen. Ich nehme die Stimmen der Gegner als sehr laut wahr. Und ich kann auch viele der Vorbehalte auch nachvollziehen, weil es natürlich mit großen Veränderungen verbunden ist in der Stadt und dass man da zunächst mal skeptisch ist, das kann ich verstehen. Aber ich glaube, es ist eine Riesenchance für Tübingen, es ist auch eine Riesenchance für die Region. Das Ganze ist ja nicht ein Projekt für die nächsten 10 Jahre, sondern das ist ein Jahrhundertprojekt. Die Regionalstadtbahn und die damit verbundene Tübinger Innenstadtstrecke war auch ein Thema, das die beim Fachgespräch anwesenden Gäste bewegte. Im Hinblick auf die ebenfalls am 26. September abgehaltene Bundestagswahl erklärte Rita Schwarzelür-Sutter, sie sei optimistisch und freue sich, wenn es eine progressive Koalition dann auch gibt, die genau diese Herausforderungen aufnimmt, nämlich wirklich gute Arbeitsplätze, gut bezahlte Arbeitsplätze hier in Deutschland zu halten, gleichzeitig die Treibhausgase zu senken. Weil das ist nicht nur für uns wichtig hier in Deutschland, sondern da guckt schon die Welt. Wenn es uns gelingt, dann machen die das auch nach. Dann sei es möglich, so die Staatssekretärin, dass das erklärte Ziel erreicht werde, nämlich dass bis Mitte des Jahrhunderts alle klimaneutral seien, so die SPD-Politikerin abschließend.